Hey, yo, Leute, ihr seht mein Gesicht nicht. Ich bin hier schon im Umzugsmodus und dementsprechend ist gerade weder schön noch alles voll funktional. Aber ich wollte mir natürlich heute etwas mit euch angucken hier. Und zwar die Geltek Sjölen. Sjölen. Und das ist eine First Impression. Und ich bin so gespannt. Ich werde jetzt sie das erste Mal hier in Game sehen und wunderschön, einfach. Monumental, kann man da, glaube ich, wirklich sagen. Schon mit diesem Schriftzug allein hier drauf in dem Stein. Also ich finde, das ist schon mal richtig cool. Das ist jetzt der Skin, den man bekommt, wenn man Concierge ist. Und also den kann man kaufen, wenn man Concierge ist. Und den finde ich auch am coolsten, muss ich sagen. Deswegen finde ich finde das sowieso doof mit den Concierge-Sachen. Das wisst ihr, dass man Geld ausgeben muss, um Geld ausgeben zu können. Aber na gut, also für so Special-Sachen. Naja, ist aber diese Skin quasi mit so einer Goldstruktur hier drin, schwarz-gold. Der andere ist so dunkelgrau-silber. Wir werden alle Skins jetzt mal durchprobieren, denke ich, weil ich finde bei dem Schiff wirklich, das macht einen enormen Unterschied und es sieht richtig cool aus alles. Also das muss ich jetzt von vornherein sagen. Ihr wisst, wenn ihr viele von meinen Videos schon geguckt habt, dass ich kein großer Freund von den Alien Designs bin. Also im Sinne von, ich mag so persönlich das nicht. Ich sehe schon, dass die gut aussehen und alles. Aber vielleicht ist das einfach nicht so mein Style. Und das ist okay. Die Prowler zum Beispiel finde ich richtig cool von außen, von innen mit dieser Vogelstruktur. Richtig cool, aber nicht meins. So. Aber das ist einfach. Es sieht nicht mal aus wie ein Raumschiff, finde ich. Vor allen Dingen auf den ersten Blick nicht. Es sieht wirklich aus wie irgendeine Struktur, ein Obelisk, der errichtet wurde auf einem fernen Planeten. Was einfach eine nice Sache ist. Naja, aber man sieht schon, dass es irgendwas Technisches ist. hier unten, da kommen zwei SCU rein in jeden von diesen Halter, in jede von diesen Halterungen. Und die klappen sich dann nach oben. Das hier sind Triebwerke, wenn das Schiff quasi hier, also wenn da der Antriebsschub rauskommt. Feuer und Flammen und Katzen, ich weiß es nicht. Es ist Alien-Technologie von Schildkröten gebaut. Was weiß ich, was hier los ist. dann brutzelt ihr schön direkt eure Fracht weg. Wenn man dann in den richtigen Flugmodus geht, dann klappen die sich ein bisschen nach außen, die nach oben und dann werdet ihr sehen, dass die Flamme führt daran vorbei. Aber so im Landemodus brutzelt man sich schön die Kisten weg. Naja, die müssen halt was aushalten. Keine billigen Kisten verwenden, Leute. Generell, apropos billig, das ist ein, in Anführungszeichen, Premium-Starterschiff. Generell komische, also warum überhaupt Starterschiff? Es ist ein kleiner Allrounder. Und das sind alle Starterschiffe, ich weiß, ja, aber das ist es ja eben so. Alle Schiffe können Starterschiff sein, die so ein paar Sa Boxen transportieren können. Vielleicht ein Bett drin haben, muss aber auch nicht sein für ein Starterschiff. Und es kann halt fliegen. Hat vielleicht einen Quantum Drive. Und das trifft auf fast jedes Schiff zu. Jedes Schiff kann eigentlich ein Starterschiff sein, so in dem Sinne. Naja, aber ist egal. Es ist halt die Kategorisierung jetzt. Und beschreibt ja eigentlich auch ganz gut, was es ist. Man kann so gut wie alles damit machen. Okay, passt. Wo war ich stehen geblieben? Genau, billig. Nicht, es ist erstaunlich günstig. So, ich habe am niedrigsten geschätzt in meinem letzten Stream von allen und ich war so bei 80 Euro und es ist sogar noch darunter. Also von daher, Sergi, cool, danke, dass wir hier ein Alienschiff bekommen, das cool und bezahlbar ist tatsächlich im Vergleich zu den anderen. Wobei ihr wisst natürlich, die Preise sind sowieso. und noch ein zweiter Punkt bezüglich günstig. Ich finde, das sieht ja aus wie ein Luxusschiff. Von außen und von innen. Ich finde, das ist eine andere Art von Luxus, als Origin bietet. Aber ich finde, das ist wirklich luxuriös eigentlich. Also allein von der Optik her und so. Also, coole Sache. Wir haben hier so Punkte. Weiß nicht, sieht cool aus, generell coole Lichter überall und so weiter. Und das ist gerade das Ding so. Das Schiff vereint super viele Elemente, die ich eigentlich nicht so mag. Aber ich feiere es. Ich feiere es absolut. Ich finde das total cool einfach. Es ist mal was anderes. Vor allem diese ganzen schwebenden Sachen und so gefallen mir ja eigentlich nicht. Aber es ist ja einfach überall verbaut. Deswegen,
Es ist ja einfach so. Es ist einfach Teil des Schiffes und das ist dann auch irgendwie cool. Immerhin diese ganzen, diese Flügel und Fracht und so weiter, die ist richtig angenietet und schwebt hier nicht außen rum. Ich hatte eigentlich erwartet, dass da noch mehr außen quasi dran rumschwebt. Aber die meisten schwebenden Sachen sind tatsächlich im Interieur und das gucken wir uns auch gleich an. Ich laufe hier jetzt schon ewig rum und zeig's euch und guck's mir mit euch an. Aber. Ich mache jetzt kurz Pause und wir sehen uns gleich nochmal mit einem anderen Skin, weil wir wollen ja noch die anderen Paints uns angucken. So, und jetzt schauen wir uns den zweiten Skin an. Der erste hieß übrigens Tao Mao und der, ich hab's schon wieder vergessen, es tut mir leid. Ich habe da so meine Probleme. Aber das ist okay. Ach, ich kann ja jetzt natürlich nicht mehr auf die. Okay, ich zeige euch dann nochmal einen Überblick über alle, damit ihr auch wisst, wie es geschrieben ist, falls ich es komplett falsch ausspreche und dann, ne, falls ihr einen bestimmten Skin dann sucht. Also, hier haben wir den zweiten und eigentlich nicht so meins. Aber ich finde, der ist auch richtig cool. Der erinnert mich sehr an ein Lego-Set und zwar an die Domo aus The Eternals, also Marvel und. Da gibt es so ein paar Teile dran und die haben auch so eine geile lila Schimmerfarbe. Und ja, das erinnert mich da total dran. Ich finde es so. Es ist auf jeden Fall was anderes. Es hat trotzdem noch diese Goldstruktur darin. Dieses geile Steinmaterial einfach. Das ist richtig cool. Übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, dieser Schriftzug, der ist auch wirklich nur an einer Seite. So. Es ist einfach so eine coole Steinstruktur. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Okay. Ich würde sagen, nächster Skin. So, und jetzt könnt ihr hier mal die ganzen Paintjobs sehen. Ich sag Skins und Paints abwechselnd. Chuya, das haben wir uns gerade angeguckt. Das erste war Tao Mao. Tao Moa. Und der dritte wird jetzt Sheen. Und dann schauen wir uns natürlich noch an, wie das Ding ganz ohne aussieht. Also Standardlackierung. Obwohl Lackierung kann man es ja hier nicht wirklich nennen. Das wird ja mehr, wenn ja ganze Platten ausgetauscht da dran an dem Teil. Also, jetzt kommen wir zum Weißen. Verändert irgendwie den Look wirklich nochmal massiv. Es sieht. Oh, guck mal, jetzt sind wir auch in einem Hangar, wo wir tatsächlich nach oben rausfliegen. Das wäre zum Starten nachher ganz gut, aber ich will alles mal probieren. Okay, das hier ist jetzt Gold. Ich glaube, das war vorher nicht Gold. Ist das Gold? Ja, ich glaube, das ist so ein Goldmaterial. Okay. Wir haben auch so. Wo? Ab und zu ruckelt es mal. Entschuldigt. Es ist einfach gerade schwierig hier auf dem Microtech. New Beverage. Uiuiui. Es scheint immer noch so ein silberneres Gold zu sein. Aber es ist auch cool. Ich dachte erst, der hier gefällt mir am allerbesten. Jetzt finde ich fast, der blendet in dem Licht, aber auch na, aktuell natürlich ein bisschen. Er gibt dem Schiff eine gewisse Leichtigkeit. Wirkt dadurch ein bisschen freundlicher. Finde ich auch richtig cool. Aber ich glaube, ich finde die dunklen passen besser. Das ist aber auch nur mein persönliches Gefühl. Ich finde den auch nice. Da passen halt diese lila-pinken Punkte hier, finde ich, nicht mehr ganz so. Aber das ist okay. Okay, dann gucken wir uns das Ding mal an, wie es in der Standardausführung aussieht. So, und jetzt finde ich super cool. Ganz dezent. Nicht sehr viel Bling-Bling. Das ist mehr so ein silberner Einlass. Und das finde ich ist eine super Variante für die Standardausführung. Es zeigt, was für Potenzial das Teil an Skins hat, ist aber auch noch nicht so aufdringlich. Und das ist nice. Sieht aber auch schick und edel aus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach, ich freue mich so drauf, da jetzt reinzugehen. Ich freue mich so drauf, abzuheben. Und wir sind auch in einem Hangar, der da vorne aufgeht. Also das habe ich mir auch so gewünscht. Ich will es direkt Hardcore-mäßig, weil man startet. Nach oben hinweg, falls ihr es noch nicht wisst, bestimmt viele wissen es schon, aber das ist jetzt das erste Schiff in Star Citizen, wo man nach oben sitzt. Also man guckt nach oben, man dreht das Ding dann zur Seite und fliegt raus, oder man kann auch bestimmt seitlich raushabern, je nachdem. Wir probieren beides vielleicht mal aus. Mal gucken, wie sich es in dem Moment ergibt. Okay, dann gehen wir mal rein.
sehr, sehr schön über eine Treppe. Keine Rampe, das hier. Das ist doch auch ein Knopf, oder? Oh, das ist der Tankstutzen. Es ist fast lächerlich lustig, wie das aussieht, oder? Ist hier auch noch was? Nee, hier ist nichts. Aber gut zu wissen, jetzt haben wir den auch schon mal gefunden. So, hier geht's rein. Das ist quasi, wenn ihr dann. Ich zeige euch dann einfach drin. Wenn ihr im Pilotensitz sitzt, rechts unten von euch quasi. Wenn ihr auch darauf achten möchtet, wie ihr euch ausrichtet, wenn ihr landet. Weil das ist dann natürlich interessant, weil man rollt, um dahin zu gucken, wo man hinschaut. Ich habe mir gedacht, ist vielleicht nicht so schön, dass wenn man aussteigt, man so direkt hier Landing Gear und Schubdüse im Gesicht hat. Aber ist okay. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn man quasi hier zu so einer Seite rauskommt, wo man dann direkt freie Sicht hat. Aber das passt. Das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit. Und ist vielleicht in manchen Situationen ja auch ganz cool, wenn man ein bisschen Deckung hat, wo man direkt hinrennen kann. Und da muss man sagen, da ist das eigentlich ganz gut geeignet. Also, ich gehe mal kurz auf die Außenperspektive. Ah, kann man sich dahinter verstecken schon. Und ist zumindest so ein bisschen gesichert. Das finde ich cool, so ein Schiff, was Deckungsmöglichkeiten hat draußen. Das finde ich auch bei der Prowler ja so geil. Und auch wirklich ein schönes Landing Gear. Wenn sich das hier so rausklappt. Wunderbar. Im letzten Stream habe ich noch gedacht, da haben wir uns schon mal ein Bild angeguckt. Da war das Ding in derselben Position, aber das Landing Gear hier war eingefahren. Und da sah es dann für mich so aus, als ob das hier das Landing Gear ist, wo man drauf landet. Was für mich auch total Sinn gemacht hätte. Man packt dann die Fracht rein und dann klappt man es ein. Aber dann waren die Dinger hier so nah am Boden. Ich finde es so rum aber tatsächlich jetzt viel cooler, viel besser. Okay, jetzt wollen wir aber wirklich mal rein. Okay, nicht so leicht zu wischen, die Taste. Okay, blinkt rot. Und dann bleibt da auch so ein Licht. Also Licht ist geil. Finde ich immer gut. Lustige Paneele. Oh, es fliegt halt. Ich will es mir nochmal von außen angucken. Du. Ist schon lustig. Ist schon lustig. Wie gesagt, ne, ist eigentlich gar nicht meins, aber aus irgendeinem Grund finde ich es hier richtig cool. Auch weil es wirklich so von oben nach unten fliegt. Es sieht einfach wunderbar aus. Okay. Und so ist es dann natürlich auch nochmal von innen. Es ist nicht so einfach hier mit den Knöpfen. Ich finde es lustig, wie hier noch so ein Spalt offen bleibt und dann flupp. Aber es wirkt dadurch wenigstens auch stabil. Also finde ich schön, dass es sich nicht nur so locker dran schmiegt, sondern dann auch wirklich nochmal so einen Rums macht. Ja, und der Raum ist natürlich jetzt eng, aber hat eine Menge zu bieten, werde ich euch gleich zeigen. Erstmal zum Boden. Es ist Stein, aber da ist was drüber, eine Glasscheibe oder so. Und ich finde das ganz geil, weil es wirkt so ein bisschen optisch, als ob man hier in einem kleinen Teich steht oder so. Ich finde, das passt natürlich auch irgendwie zu den Charnen auf irgendeine Weise, aber ja. Bei den Paneelen hier in den Wänden drin, das finde ich ganz lustig, weil die haben diese Lücken. Finde ich fast ein bisschen irritierend, dass die hier überall diese Lücken haben. Aber ist okay. Damit kann ich leben. Weil es einfach auch cool aussieht. So. Und dahinter haben wir jetzt zum Beispiel Komponenten. Und da sieht man dann auch, ah, die haben auch Kabel. Ja, die verstecken vielleicht alles hier, aber letztendlich sind da trotzdem Kabel für unsere menschlichen Komponenten. So, und an dem Panel ist auch direkt wieder der Knopf zum Zumachen. Dasselbe hier. Und wie gesagt, eigentlich nicht meins, aber es wird hier so konsequent bei allem benutzt, dass es mich wirklich dann auch glauben lässt, dass das hier reale Technologie ist quasi. Alien-Technologie, aber reale Alien-Technologie. Sondern dann machen sie das ein bisschen doof, dass man dann hier nach unten sich hocken muss, um das aufzumachen, um das dann nicht hier an der Seite ist oder irgendwo hinfliegt, wo man den Knopf besser erreichen kann. Das ist so ein bisschen die Sache, aber ist in Ordnung. Ich will mich nicht weiter beschweren. Also über sowas.
Aber mache ich schon. Ich beschwere mich schon über sowas, weil hier ist es jetzt auf der Seite genauso. Aber ist okay. Aber nur das. Ups. Können wir mal bitte einmal auf die Innenperspektive so. Nur damit ihr seht, das ist wirklich auf Kniehöhe dann jetzt. Aber man kann bestimmt auch mit dem Knie dagegen. Ja, und was ist das hier? Das sieht vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich aus, aber das sind tatsächlich Waffen-Ausrüstungshalterungen. Hier zwei, da welche für Pistolen. Also das ist jeweils eine quasi größere Waffe, die auf dem Rücken zum Beispiel kommt. Und das hier jeweils für eine Pistole. Hier unten, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, warum das andere Farben hat. Naja, hier kann man. Was ich ursprünglich mal für eine Leiter hielt, ist tatsächlich für den Anzug. Das war mein zweiter Guess. Auf der anderen gegenüberliegenden Seite, da ist eine Treppe, keine Leiter. Und es ist natürlich total eigentlich übertrieben, aber cool, kommt dann ein Anzug rein. Und das finde ich wirklich praktisch, wenn man dann hier nach unten geht. Man kann zur Linken seinen Anzug haben, seine Ausrüstung, Kampfausrüstung oder andere Ausrüstung, die man braucht, nimmt sich das alles. Und ich finde, der Knopf ist insofern praktisch angebracht, dass wenn man hier nach unten kommt, man sofort alles links und rechts hat, was man braucht. Also rechts Komponenten auf, geradeaus Komponenten auf, weil da muss man vermutlich schnell dann ran, wenn man irgendwie gerade unter Beschuss steht, was auch immer, muss schnell los. Oder man geht halt nach links, links, drückt den Knopf und kann sich dann seine Ausrüstung nehmen, die auch schön beleuchtet wird. Also finde ich an sich wirklich eine gute Aufteilung hier unten auch. Und dann kann man natürlich rausgehen. So, und jetzt wollen wir uns doch mal angucken, wie das hier mit dem Fahrstuhl aussieht. Ich schicke ihn erstmal hoch, damit wir uns ansehen können, wie es aussieht, wenn er runterkommt. Da haben wir unsere schwebenden Geländer. Und das finde ich auch einfach so gut gemacht, dass hier vorne an dem Geländer der Knopf zum Rufen ist. Das ist so praktisch, das ist richtig gut durchdacht. Und dann gehen wir mal in die erste Etage. Da sehen wir auch einmal auf Sternsprache. Ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Vielleicht haben die auch mehrere Sprachen wie wir. Aber darunter nochmal Airlock, Cabin, Cockpit. Und wir gucken uns jetzt natürlich Cabin an. Das hier unten ist offenbar eine Airlock. Okay. Vielleicht, wenn der Fahrstuhl hier oben ist, dann ist das ein dichtes Siegel. Ansonsten. Oder wartet mal. Lass uns nochmal, bevor ich mich jetzt hier umgucke. Lass uns nochmal nach unten gehen. Ja, es ist einfach offen. Ist einfach offen. Okay. Hätte ja sein können, dass sich was davor schiebt. Und ja, auch hier kleiner Platz. Schöner Platz. Aber das Wichtigste, wir haben Fenster. Fenster. Winzig kleine Fenster. Aber es sind Fenster. Immerhin kann man sich so grob orientieren, wo man ist. Immerhin. Wirklich gerne viel mehr Fenster gehabt. Ich weiß nicht, was hier dahinter ist oder da, aber an irgendeiner Seite. Bitte noch ein Fenster mehr. Naja, aber passt. Ich wünsche mir eigentlich immer mehr Fenster in jedem Schiff. Immerhin haben wir Fenster. Es ist besser als in manch anderem Schiff. Und wir haben wieder den Boden. Wir haben wieder die schönen Steinmaterialien. Das sieht wirklich. Ich mag das so hüllenmäßig. Dann haben wir ein Bett. Und das Bett, ganz interessanter visueller Effekt, wenn man sich reinlegt, finde ich. Weil man. Weil es ja auch sich nach hinten so ein bisschen verjüngt. Wirkt das noch mehr so drin, also es wirkt noch mehr, als ob man in einer großen Höhle drin liegt. Also als ob man in einem kleinen, wirklich in so einer Ecke von einer großen Höhle drin liegt. Weil sich das dann hier jetzt so in den Raum erweitert, aber hier hinten ganz eng und klein wird. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Was macht das hier? Nichts. Hat das was gemacht? Ne, gell? Aber wir können Licht ausmachen. Oh. Oh. Oh, das ist schon geil. So ein bisschen Stimmungslicht. Was geht noch? Und oben ist Alarm. Oh ja. Und das finde ich fast am geilsten. Wenn das nicht so pulsieren würde, wäre das. Richtig gemütlich. Obwohl ungefähr so habe ich ein Licht in meinem Wohnzimmer auch immer konfiguriert gehabt. Fand ich immer ganz nice. Nur langsamer und smoother und mit noch
einem Orangeton dazwischen oder so. Da hinten ist ja auch das Gartag-Logo. Kneis-Beleuchtung funktioniert also. Warte mal. Oh ja, die Beleuchtung funktioniert. Ein Schiff, in dem die Beleuchtung funktioniert. Okay, ist ganz cool. Jetzt muss ich natürlich auch die Beleuchtung ausprobieren. Das müsste dann jetzt Standardbeleuchtung sein. Und. Nee, das ist. Oh! Das ist jetzt quasi Licht an. Eben was auf Standby-Beleuchtung. Die Standby-Beleuchtung ist einfach wirklich hier gemütlich. Nicht so ein unangenehmes grünes Licht oder sowas, sondern. Quasi gemütlich. So. Ja, so ein bisschen gemütlich. Ich dachte, ich habe mich schon fast ein bisschen unwohl gefühlt, weil es mir fast ein bisschen, also es ist mir ein bisschen zu dunkel und lila. Aber das ist ja nur das Standby-Licht. Ja klar, wir waren ja noch nicht im Cockpit. Oh, ist ja ganz was anderes. Das gucken wir uns natürlich ganz unten dann zum Schluss auch nochmal an. Okay, aber wir sind hier noch nicht durch. Hier kann man einen Stuhl ausfahren, was ich total lustig finde. Und dann sitzt man hier an diesem Pult. Es scheint mir zu schräg zu sein, um ein Tisch zu sein. Wow, gefährlich, aber es klappt. Oder ist das gerade? Es lässt sich bei den ganzen Kurven hier schwer beurteilen. Ich glaube, das ist leicht. Der Tisch ist leicht geneigt. Also vielleicht eher sowas wie ein Bürotisch oder so. Aber das finde ich cool. Weil so hat man wirklich eine Sitzgelegenheit hier noch, was immer schön ist. Man kann sich aber auch da dran stellen und ein bisschen den Raum cleaner haben vom Look her. Das finde ich total geil. Finde ich auch in der Nomad richtig cool, dass man da so einen kleinen Sitz hat, den man ausfahren kann. Und hier finde ich es sinnlos, dass man ihn ausfahren kann, aber gleichzeitig ist das voll cool. Okay, was haben wir noch? Die Toilette. Mit einer coolen Tür. Auch wenn es mich ein bisschen stört, dass der oberste so leicht angeschrägt ist, aber das ist okay. Und eine interessante Nasszelle, könnte man sagen. Weil, ja, wir haben hier also einen komplett überanimierten Toilettensitz. Also ich habe jetzt schon Videos über die Gattak gesehen. Und, ja, alle über die Cyalen gesehen. Und alle feiern so die Toilettenanimation. Ich finde die Animation gar nicht mal so übertrieben krass. Also es sind halt ein paar Paneele, die auf einer Spline irgendwo hinfliegen. Also in manchen anderen Schiffen haben die viel geilere Animationen, aber es wirkt vielleicht nicht so aufwendig. Naja, ist egal. Ist trotzdem cool. Ich kann nichts sagen. So. Der Toilettenpapierhalter ist aber komplett übertrieben. Ich meine. das ist auch wirklich der Toilettenpapierhalter, der alle Leute, alle, die gesamte Menschheit vereint, weil man kann auf Knopfdruck bestimmt auch wechseln, ob die Rolle vorne oder hinten überhängt. Es schwebt einfach einmal rum. Gar kein Problem. Finde ich ganz cool. Ich frage mich, ich würde halt gerne sehen, ob die Toilette verbunden ist wirklich nach hinten oder ob die Toilette wirklich frei schwebt. Das lässt sich für mich schwer erkennen. Ich will aufstehen. Ich darf nicht mehr aufstehen. Ich hänge jetzt in der Hocke fest. Ach, jetzt geht's. Okay. Vielleicht, wenn wir uns so draufstellen. Können wir es dann sehen? Ja, die schwebt tatsächlich frei. Also ich weiß nicht, was mit eurem Code dann passiert. Okay. Nur, dass ihr das schon mal gewarnt seid. Benutzt die vielleicht nicht. Benutzt einfach das Ding hier. Das benutzen die Scheren auch. Ich weiß nicht wie, aber sie machen es. Und das ist gleichzeitig auch zum Händewaschen. Also, coole Sache. Und Dusche. Dusche ist schön eingelassen hier oben. Hängt nicht so frei oder so, was ganz nett ist, sondern. Wie gesagt, ne, es wirkt wie ein ganz kleines Luxus-Apartment. Es ist ein bisschen zu klein eigentlich dafür, um wirklich luxuriös zu sein, aber gleichzeitig passt total, finde ich. Okay, und jetzt gehen wir nach ganz oben ins Cockpit. Dann können wir endlich abheben. Und ja, es hat was Kathedralenmäßiges, wie CIG auch in Inside Star Citizen gesagt hat. Finde ich auch cool, ist interessant, wirkt wie ein Thron. Also. Für mich visuell eigentlich passiert viel zu viel, aber es ist so konsequent durchgezogen, dass ich es schon wieder feiere halt. Das ist was Besonderes. So, und dann haben wir hier Komponenten. Und wir haben hier Komponenten, also es ist wirklich.
jede Ecke vollgestopft. So, hier können wir auch mal Alarmlicht anmachen. Fancy. Das gefällt mir fast am besten, weil es pulsiert hier nicht so viel. Außer das hier, das blinkt halt rot. Aber ansonsten angenehme Beleuchtung. Finde ich ganz geil. Das sollte einfach. Ich glaube, ich werde dann immer im Alarmmodus hier rumfliegen. Ey, wirklich. So sieht das ganze Teil eigentlich noch 10-mal besser aus. Finde ich. Warte, ich. Es sieht aus wie aus irgendeinem Film irgendwas. Irgendwie von dem Imperator sein Fluchtshuttle oder so. Oh, ich wollte mich doch noch gar nicht hinsetzen. Okay, Leute, wir setzen uns hin, offenbar. Das ist okay, wir starten jetzt. So, wie ihr seht, wir gucken jetzt an die Decke. Und jetzt wird's spannend. Natürlich ist die Kamera da drauf nicht ausgelegt, so wirklich. Man ist quasi immer noch normal hin. Die Kamera ist zum Piloten ausgerichtet, was total Sinn ergibt, weil gleich fliegen wir ja und dann fühlt sich es auch normal an. Da oben sitzen wir drin. Und jetzt starten wir mal. Triebwerke an. Alles an. Ist schon an? Sieht so aus. Okay, dann einmal Starterlaubnis bitte. Und jetzt muss man quasi nach vorne beschleunigen. Ja, also kurz ein bisschen nach vorne. Dann kann ich jetzt hier so raus. Aber wir machen das ein bisschen anders. Wir werden den hier machen. Wir passen nicht durch, wenn wir das Landing hier schon einfahren. Ist jetzt hier gerade leider Nacht. So, und jetzt mal ganz vorsichtig hier raus. Also das geht problemlos. So, wir machen mal Licht an. Und jetzt werden wir uns mal falten. Thank you. And please visit again. Geile Geräuschkulisse. Ja, wirklich auch von den Farben und wie das aussieht. Jetzt bin ich ausnahmsweise mal froh, dass wir sogar nachts unterwegs sind hier. So, nochmal von vorne. Schön! Ey, das fällt mir jetzt erst auf. Das Schiff beleuchtet seine Flügel selbst im Landemodus. Wenn man das nicht will, weil man irgendwie unerkannt sein möchte, ist man am Arsch, aber... Das ist ja richtig cool. Und es ergibt auch total Sinn, dass man das quasi nicht haben möchte, wenn man dann im Raumkampf ist oder so, dann will man vielleicht nicht sich selbst beleuchten, wenn man so ein gigantisches Ziel sowieso schon ist. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Teil fliegt. Interessante Geräusche. Also ich würde sagen, es fliegt sich so, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich so langsam bin, jetzt nur wegen dem Luftwiderstand. Aber ja, es ist auf jeden Fall merklich, dass man... Es ist nicht das schnellste Schiff. Das kann man sagen. Ich muss natürlich auch hier ein bisschen aufpassen. So, und ich würde sagen, wir springen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen heller ist. Und da landen wir dann nochmal und probieren alles aus. Also bis gleich. So, und da wird es schön hell. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber... Oben und unten, jetzt im Hellen sieht man es nicht mehr ganz so gut, haben wir ja solche LED-Streifen, nein, aber wir haben diese UI-Elemente hier und die sind rot, weil wir gerade unten in den Alarmmodus von der Beleuchtung her geschalten haben. Eigentlich haben die dieselbe Farbe wie quasi unser restliches UI, so ein rosa-lila. Deswegen, ich werd dann gleich nochmal auf die Normalbeleuchtung schalten und dann gucken wir uns das ganze UI nochmal an. Okay. Also man hat natürlich das Problem, was man immer hat,
dass man das UI halt nicht lesen kann auf hellen Hintergründen, zumindest nicht besonders gut. Und hier natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass es fast weiß ist. Aber es ist in Ordnung. Es ist gerade noch nutzbar, aber es ist CRG. Das, es sieht halt geil aus. Und generell auch Microtech. Schön, schön. So. Die Geräusche, die es macht, sind fast wirklich melodisch. Also der Antrieb. Ich weiß nicht, wie gut ihr es hört, aber hört sich schön an. Von außen hört sich's ziemlich cool an auch. Und das sieht wirklich alienmäßig aus. Und das ist natürlich schön. So, und jetzt probieren wir mal zu landen. So, Landeanflug mache ich mal großteilig. So. Ist ungewöhnlich. Vielleicht hätte ich es ein bisschen anders ausrichten müssen jetzt. Aber es funktioniert. Das ist ganz cool. Okay. Wir steigen mal aus. Damit wir das auch mal sehen hier. So, man dreht sich einmal rum. Sehr schön. Jetzt machen wir das hier mal alles wieder zu. Machen wir auf normale Beleuchtung. So, ist das jetzt? Das ist jetzt Sparbeleuchtung, oder? Okay. Was ist jetzt los? Seht ihr diese Artefakte? Ganz merkwürdig. Okay, das ist jetzt Sparbeleuchtung? Ja, und das ist schön hell. Okay. Okay, gut, gut. Haben wir das soweit? Ich frage mich echt, was, ob das hier noch irgendeine Bewandtnis hat oder ob das einfach so da ist. Naja. Ist schon klein und eng, das Schiff. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich meine, erstaunlich geräumig. Trotzdem. Ich meine, 3 Etagen. Das ist schon ganz schön. So, wo können wir hier Beleuchtung mal umstellen? Bestimmt hier? Ne, hier. Also ich finde fast wirklich die Notbeleuchtung hier wäre für mich... Oh, ja, das mal... Ich krieg gleich Besuch, ne? Ich mache ein bisschen gemütliches Licht an. Bedroht fühle ich mich davon auf jeden Fall nicht. So, da haben wir die Sparbeleuchtung. Und jetzt einmal ganz hell. Also bei mir auf dem Bildschirm sind gerade ein paar Grafikfehler, aber das ist okay. Okay, und dann steigt man aus. Steigt man aus. Der Baum ist größer. So viel kann man sagen. Ich sehe nicht mehr viele Leute, die Begrüßung hier machen. So, ich will nämlich mal ein bisschen Abstand gewinnen und mal gucken, wie das so aussieht, wenn man dann von ein bisschen weiter weg kommt. Es ist schon cool. Fast ein bisschen klumpig, wenn man es vom falschen Winkel erwischt. Das ist halt wirklich einfach ein cooles Alien-Design. Was soll ich sagen? Es sieht glaubhaft aus. Es hat was komplett Neues reingebracht mit diesem vertikalen Start. Und allein dadurch wirkt es so fremdartig. Weil es symmetrisch ist, aber um eine andere Achse, als wir gewohnt sind. Das macht viel aus. So. Und kommt man wieder rein. Ja, hier müssen wir vielleicht ein bisschen springen. So. Komm.
Wir haben aber keinen Traktorstrahl oder so an Bord. Also ist jetzt auch nicht komplett overpowered und hat alles Mögliche, was neu und schick ist. Hat drei, sei es drei Waffen. Laser Repeater, glaube ich, Panther Repeater standardmäßig. Also gut bewaffnet. Was ist jetzt mit meiner Ansicht los? Bisschen Nackenstarre. So, und jetzt seht ihr auch, so sieht es standardmäßig aus mit diesen lila Bändern, die da quasi so ein bisschen pulsieren. Und man sieht gerade gar nichts. Sehr ungewöhnlich. Was natürlich super geil ist auch an dem Schiff, ist einfach, man sieht super viel. Ich weiß, streben, streben, aber ist, denke ich, aushaltbar. Und man kann halt einmal rundrum gucken. Wäre natürlich cool, wenn man sogar sich so über die Schulter gucken könnte. Das muss ich gleich mal im Flug mir angucken. Ja, starten wir mal wieder. Dann kann man einfach so nach oben. Und jetzt guckt ihr auch, könnt ihr auch nochmal gucken. Da seht ihr jetzt die. Achtet mal auf die 6 SCU. Also quasi da, wo die Boxen reinkommen an der Seite. Jetzt kein Problem. Thruster gehen dran vorbei. Ich richte das noch ein bisschen mittiger aus. Die Ansicht ist schon cool. Und unsere Fracht wird gegrillt. Und schön, der Toast ist fertig. Also wenn ihr eine Ladung Toast transportiert, dann super. Generell auch diese Thruster sind ganz was anderes. Einfach weil die wirklich der kompletten Länge nach sind. Und ja. Also die ganzen Flügel sind Thruster. Man kann ein bisschen auch Verkehrsschild spielen. Was ganz Nettes. Und jetzt quasi zu meiner rechts unten hin. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Okay, sehr gut. Hier unten hin. Da ist der Ausgang quasi. Quasi da, wo das rechte MFD ist. Und so sieht es übrigens aus, wenn man schießt. Warum bin ich eigentlich schon, warum bin ich schon in Space? Ich will doch noch ein bisschen über den Boden düsen. Ist ganz schön, mal so wirklich komplett symmetrische Schüsse um sich rum zu haben. Ist auch wie die Schüsse quasi in Linie mit den Streben hier oben sind. Ist ganz cool. Jetzt will ich natürlich nochmal gucken, wie sieht das denn. Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wenn man nach hinten guckt, man quasi so der Länge nach die Teile, die drei Flügel sehen kann. Dem ist aber nicht so, man sitzt so leicht hinter denen. Uiuiui. So, wir machen nochmal gleich ein Landemanöver. Damit wir das nochmal ein bisschen besser eingefangen bekommen. Diesmal gehe ich mal ein bisschen früher auf Außenperspektive, nicht erst, wenn wir gelandet sind. Müssen nur ein schönes Plätzchen dafür finden. Aber ich glaube, es sollte nicht so schwer sein. Also wirklich, die Geräusche sind wirklich sehr entspannt. Ich finde, es ist ein sehr entspannendes Schiff. Also wirklich allein deshalb ist es halt ein bisschen luxuriös. So, man darf sich auch nicht überschätzen. Das Schiff hat in jede Richtung enorm viel Platz, Bedarf. Also immer schön aufpassen. So, da drüben sieht es doch gut aus. Also ist agil, aber natürlich eine Aurora ist agiler, ist aber auch viel kleiner. So. Du. Flump. Es ist cool, was soll ich sagen? Oh, ich kann nicht schießen, auf jeden Fall, wenn Slendy hier draußen ist. Okay. Allein wie man da drin sitzt, ist so lustig.
Dass man einfach da oben drin. Es ist ein Poserschiff. Was soll ich sagen? Ist ein Poserschiff. Man selbst, wenn man landet, ist man selbst in seiner geilen Rüstung, die man natürlich dann anhat, das Zentrum dieses Monuments. Und von jeder Seite kann gesehen werden, dass man da ist gerade und wie cool man da einfach auf seinem Rücken chillt. Und man landet einfach in dem Monument. Man stellt sich selbst ein kleines Monument dahin. Also, das ist ja. Und dann diese ganzen fancy Animationen und alles ist aus Stein und mega luxuriös. Es ist das Pausa-Starterschiff. Ich feier's. Ich find's cool. Oh, auch wenn man ab und zu einfach mal durch den Boden durchgeht. Da haben wir sie. Also, ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt, aber so wirklich Negative gibt es da dran nicht. Also, das, was negativ am Schiff ist, ist einfach, es ist ein riesiges Ziel. Das ist es. Und es ist jetzt vielleicht auch nicht das Alleragilste, aber pa passt. Ansonsten, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen der Nomad und dem Schiffchen hier, wäre es schwierig. Einfach weil die so ähnlich sind. Ich würde vermutlich das hier nur aus dem Grund nehmen, dass es ein bisschen cooler ist, so nach oben hin zu starten. Also es ist einfach was Besonderes ist. Für einen Kampf würde ich aber die Nomad eher nehmen. Bin ich ganz ehrlich. Aber ja, also wenn das mein Fokus wäre, kämpfen, würde ich die Nomad nehmen im Vergleich hierzu. Aber ich glaube, das ist ein Schiff, das macht einfach Spaß und das wird sehr beliebt sein. Gibt nicht wirklich was, was man da dran bemängeln kann, glaube ich. Außer, dass es einem vielleicht persönlich nicht gefällt und sogar ich sage, dass es mir gefällt. Trotz dessen ich so Alien-Schiffe eigentlich manchmal gar nicht so mag. Weil die oft zu verspielt sind und ich zu diesen ganzen Schwebekram nicht mag. Aber was soll ich sagen? Die Nox ist auch richtig cool und die hat auch Schwebeteile dran. Okay, alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an meine Patreons für die Unterstützung. Oh, guck mal hier, da sind sie im Himmel, wo sie hingehören. Wenn das kein fantastisches Bild ist, vielen Dank, lieben Dank. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald und ich wünsche euch eine schöne IAE.